Mehr als 500 Besucher erwartet der Normalienspezialist Knarr hier in Helmbrechts zu seinem Präzisionstag. Und die Zahl ist bei Weitem nicht so hoch gegriffen. Wenn ich hier so auf den Parkplatz schaue, um 9 Uhr, also eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung, der ist schon ganz schön gut belegt. 30 Hersteller zeigen für die Branche relevante Neuheiten und zahlreiche hochkarätige Referenten sprechen zu relevanten Themen. Um was es genau geht und was alles zu sehen ist, nun schauen wir es uns an. Zu Recht kann das Team um Knarr-Geschäftsführer Rainer Knarr und Tochter und Mitgeschäftsführerin Christina Burkhardt stolz sein auf das, was sie mit dem diesjährigen Knarr-Präzisionstag auf die Beine gestellt haben. Auf einem Rundgang durch die Ausstellung, die zahlreiche Innovationen präsentiert und auf der sich die Teilnehmer Anregungen für die tägliche Praxis holen können, wird deutlich, dass es den Unternehmen höchst unterschiedlich geht. Während die einen volle Auftragsbücher haben, klagen die anderen darüber, dass sich ihre Auftraggeber bei der Vergabe von Projekten viel Zeit lassen. Für manche zu viel Zeit. Grüß Gott, Thomas Wunsiedler. Sie sind ja bei Knarr auch mit einer der Organisatoren vom Präzisionstag gewesen. Gratulation zu der tollen Veranstaltung. Sie haben ja die ganze Branche heute da gehabt, fast aus der sehr weiten Umgebung. Wie ist denn Ihr Blick auf die Branche? Als Normalienhersteller haben Sie ja sehr breite Einblicke. Ja, servus Richard. Schön, dass du auch da bist. Ja. Und ja, wir dürfen zurückblicken auf eine bis dato, denke ich, gelungene Veranstaltung. Ja, wir hatten heuer eine Rekordbeteiligung von den Ausstellern. Wir hatten eine Rekordbeteiligung, was die Besucher betrifft. Ja, das lässt schon auch ein bisschen blicken, wie es in der Branche zurzeit aussieht. Vielleicht liegt es daran, dass aktuell eben nicht unbedingt jeder die Auftragsbücher derart voll hat und sich dann vielleicht eher in der Lage sieht, an so einer Veranstaltung wie heute mal teilzunehmen. Das ist das eine. Das andere aber jetzt durch diese Doppelveranstaltung mit der VDWF-Jahreshauptversammlung, wo wir in diesem Jahr Gastgeber sein dürfen, hat natürlich auch nochmal dazu beigetragen, dass das heute bis jetzt eine richtig tolle Veranstaltung ist. Was sind denn die Herausforderungen in der Branche? Die Herausforderungen, also die sind natürlich vielfältig. Ja. Also ich denke, das ist kein Geheimnis, dass aktuell vielleicht Projekte noch ein bisschen zurückgehalten werden, dass vielleicht der ein oder andere da noch ein bisschen auf der Bremse steht. Es war jetzt auch nicht damit zu rechnen, dass im ersten Quartal 2024 das Ganze wieder losboomt. Das war nicht zu erwarten, das haben wir auch nicht erwartet. Aber man merkt in den letzten Wochen, dass es doch wieder etwas anzieht und das lässt uns für die Zukunft doch positiv gestimmt sein. So eine Veranstaltung wie heute, was bringt die denn für die Branche? Für die Branche und für die Besucher bringt es hoffentlich das, was wir uns als Ziel setzen, nämlich die Leute hier auch bei uns in Nordostoberfranken zusammenzubringen. Ja, ist ja auch immer das Ziel des VDWFs und ist auch unser Ziel hier. Natürlich wollen wir auch hier unsere Firma präsentieren, das ist ganz klar, aber auch ein Hauptziel ist es, dass wir hier die Leute zusammenbringen, dass sie hier netzwerken können, dass sie sich austauschen, dass die Aussteller mit den Besuchern in Kontakt treten, einfach eine Plattform schaffen hier bei uns im Nordostoberfranken. Sehr gut besucht sind die Vortragsveranstaltungen. Unter dem Motto Präzision im Fokus präsentiert Thomas Schmidt vom technischen Vertrieb bei Knarr die Potenziale der Einfallkerntechnologie. Frank Pröpster, Geschäftsführer beim Automatisierungsspezialisten Arova, zeigte, wie sich mit smarten Konzepten die Effizienz und Produktivität in der Produktion gezielt steigern lassen. Stefan Huber, Geschäftsführer bei Primaform, gab einen Einblick hinter die Kulissen des Wettbewerbs Excellence in Production und empfahl, die Erkenntnisse daraus als Wegweiser zum erfolgreichen Werkzeugbau zu nutzen. Unter dem Motto Disruptiv, Additiv, Effektiv beleuchtete Thorsten Glittenberg, Geschäftsführer beim Heißkanalhersteller Vitosa, wie sich mit maßgefertigten Düsen Wettbewerbsvorteile in der Heißkanaltechnologie erzielen lassen. Professor Thomas Seul, Präsident des Verbands Deutscher Werkzeug- und Firmenbauer, VDWF,
skizzierte die Anforderungen an den Werkzeug- und Formenbau der Zukunft. Er plädiert angesichts der künftigen Herausforderungen dafür, verstärkt den Menschen als Lösung in den Fokus zu nehmen. Wie es ist, wenn man unter Druck entscheiden muss, zeigte DFB- und FIFA-Schiedsrichter Felix Brich anhand von zahlreichen Beispielen aus seiner Tätigkeit als Fußballschiedsrichter. Vieles, was auf dem Fußballplatz gilt, gilt auch im Geschäftsleben. Die Mechanismen, die zur Entscheidung führen und die Art und Weise, wie man sie dann umsetzt, sind oft dieselben. Eine rundum gelungene Veranstaltung. Das ist's, was den 8. Präzisionstag bei Knarr hier in Helmbrechts wohl am besten charakterisiert. Rund 500 angemeldete Gäste, 30 hochinteressante Aussteller und hochkarätige Referenten, die mit ihren Vorträgen wertvolle Impulse geben konnten. Dazu der Austausch der Teilnehmer untereinander. All das war es wert, auch eine weitere Anreise hierher nach Helmbrechts in Kauf zu nehmen. Diese Veranstaltung hat sich mit Recht im Werkzeug- und Formenbaukalender etabliert. Im nächsten Jahr auf der Neuauflage, vielleicht sehen wir uns da, Sie kommen doch, oder?